Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen neuen Projekt Cube von Head Up Games, den ich auch danken möchte, dass sie mir die Erlaubnis gegeben haben, dieses Let's Play überhaupt machen zu dürfen und auch für alle Spiele, die sie es gegeben haben. So, und dann möchte ich euch gerne dieses kleine Puzzlespiel, also 3D-Puzzlespiel wird es genannt, oder ja, ne? Vorstellen, wo man ein bisschen auch mehr so Köpfchen anstatt Muskeln einsetzen sollte. Wobei Sprungkraft und so weiter muss hier auch gegeben sein. Also denn, bis gleich im Game. Welches übrigens von Toxic Games entwickelt wurde und den ich natürlich auch dafür danken möchte. So, aber nun erstmal sehen wir die Einfahrfrequenz. Wir fahren quasi mit einer Art Cube-Fahrstuhl hinunter und liegen einfach platt auf dem Boden und so fängt dieses Spielchen an. Und nun erwachen wir langsam und merken, hoppala, wir sind irgendwie in einem Cube gefangen. Oder in einem Cube bestehend aus ganz vielen kleinen Würfeln, weil Cube heißt Würfel. Man kennt ja auch den GameCube und sowas von Nintendo, was auch eigentlich nur Spielewürfel heißt. So, also dies wäre der Fahrstuhl, wo wir hinuntergefallen sind, gefahren und jetzt weiß ich gar nicht, ob es irgendwie eine Option gibt, um sich selbst zu sehen, wie bei Minecraft F5 drücken und man dreht die Kamera zu sich. Also ich denke, diese Funktion ist nicht wirklich gegeben. Wäre auch mal lustig, aber man sieht sich nicht selbst, man sieht höchstens die Hände, wenn man still stehen bleibt. Und irgendeine Aktion, nein. Nö, okay. Dann jetzt noch nicht, aber wir sehen gleich die Hände, zu denen wir kommen werden. Und jetzt sieht man schon, das meinte ich mit FX, Soundeffekte und Grafik natürlich. Hier hat sich jetzt eine Treppe aus diesen Cubes gebildet, die wir ganz normal la 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 hochlaufen können. Und jetzt öffnet sich die Wand. So, zu dieser Wand möchte ich sagen, wenn ihr eine Wand passiert, wir betreten quasi jetzt das erste Level. Ja, ich habe das Spiel auch erst nicht so ganz durchgecheckt, warum hier jetzt dieser Punkt markiert ist, also der Rest grau. Es zeigt euch quasi die Etage, die Level an. So, und jetzt schließt sich diese Wand wieder. Wir haben das erste Level betreten und jetzt könnt ihr da machen, was ihr wollt. Diese Wand ist nicht mehr zu öffnen. Und nun kommen wir zum ersten Rätsel quasi, zum ersten Puzzle, könnte man sagen. So, alle weißen Blöcke und so weiter kann man überhaupt nichts mit anfangen. Die sind einfach mal da, wie hier diese kleine Treppe. Und jetzt kommt's aber, jetzt habt ihr die roten Würfel. Mit links Klick, also sprich mit der linken Hand, wie man hier so schön sehen kann, kann man diesen roten Würfel, ja, hinausziehen. Oder fahren, wie auch immer. So, dies geht bis zu einer bestimmten Level. Mit der rechten Hand kann man wiederum das Ganze rückgängig machen. Also ihn wieder einfahren. Bis zu einer gewissen Level natürlich, bis er im Boden wieder versunken ist. So, was man nun machen kann, ist quasi einen kleinen Fahrstuhl. Indem ich diesen jetzt rausfahre und zack, weiter geht's nicht, wir müssen hüpfen, hoppala. So, jetzt seht ihr, das ist nämlich das Ganze quasi, dass man hier ein bisschen nachdenken muss. Wie komme ich hier durch die Wände etc.? Wenn ich den jetzt wieder runterfahre, ist natürlich hier die Lücke offen. Das gleiche hier. Ja, Pustekuchen. So. Weil das dachte ich nämlich auch zu Anfang, oh, guck mal, gleich zweimal das gleiche. Aber jetzt kann ich ihn nicht runterfahren. So, sondern ich kann diese Blöcke nach vorne ziehen. Zu verschiedenen Leveln. So. Und man kann, wie übrigens bei Minecraft und ähnlichen Spielen, nur einen Block hochhüpfen. So. Also sprich, wir müssen hier eine kleine Treppe bauen. Und schon haben wir die erste Level hinter uns gelassen, quasi. Glaube ich. Oder? Nee. Das gehört, glaube ich, auch noch dazu. So. Dieser blaue hier, hatte ich auch erst gedacht.
Hier, steck dich wirklich ein Stück fest, weil ich kann nur einen Block hochspringen. Wie soll ich von diesem Block da hochkommen? So, dieser blaue Block, kann man sich vorstellen wie ein Trampolin. Wenn ich ihn einfahre und laufe darauf, dann springt er raus. So, jetzt haben wir ja auch schräge Blöcke. Auf den kann man rückwärts springen und zack, ist man hier oben. Also das ist dafür, dass man nicht gerade hochspringt, sondern einfach schräg. Und jetzt kommt das richtig Geniale. Zack. Ja, ich habe am Anfang, muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen gespielt. Ich will mal Q drücken, wie bei Minecraft, dass man hier nicht runterfällt von der Kante. Aber nein, dieses ist auch nicht wirklich hier integriert. Aber natürlich hat das auch nichts mit Minecraft in dem zu tun, in dem Sinne zu tun, muss man mal sagen. Sondern es geht hier einfach darum, um die physikalischen Kräfte und um diese Blöcke, dass man diese einfach nutzt und rausfindet, welchen Sinn macht welcher Block. Hops. Und schon sind wir da, wo wir hinwollen. So. Also dieses Level habe ich natürlich schon am Anfang gespielt. Und hier sieht man, man wird wunderschön wieder hinauf katapultiert, meine Herren. Und das Ganze ist dann jetzt so, dass man diesen Block hier oben herausziehen muss. Also ich glaube, ich habe die ersten zwei Level oder so mal angespielt, als dieses wunderschöne Spielchen dann bei mir endlich ankam. Ich habe es nicht gekauft. Juhu! Wie man es auch so tun sollte. Außer es ist natürlich Free-to-Play. Aber na gut. Das Ganze gibt es übrigens bei Steam auch zu kaufen, klar. So, jetzt kommen wir zu den gelben Blöcken. Den Link werde ich natürlich unten hinein posten. Für alle, die sagen, hey, das ist mal was Schönes. So, einfach mal auch zum Relaxen oder so. Ne? Also wenn man jetzt Stress auf Arbeit hat etc., finde ich das gar nicht mal schlecht. Wenn man dann zu Hause mal so ein bisschen auch ausspannt, relaxt, ein bisschen auch den Geist so, ja, ne? Ein bisschen kreativ sein lässt und so. Also es hat ja schon ein bisschen was mit Kreativität zu tun, muss man ja sagen. Also das war gerade noch das recht Einfache. Das ist jetzt eigentlich nur so zum Kennenlernen. Und jetzt werden wir merken, die gelben Blöcke sind ganz verschieden. Und zwar, seht ihr jetzt, der vordere und der hintere sind klein geblieben. Der in der Mitte wird groß. Also der geht jetzt zwei Blöcke hoch. So, und das hatte ich auch am Anfang das Problem. Lala. Und dann dachte ich mir, komme ich ja nicht hoch. Pustekuchen. So, und hier geht es jetzt darum, ein bisschen dieses Teil zu gucken, wie es reagiert, wenn ich es verschieden mache. Zum Beispiel jetzt so rum. Ist es natürlich auch nicht gerade perfekt. Man hat nicht hinten runterfallen. Man kann übrigens auch nicht rennen und dann springen oder so. Das habe ich auch schon natürlich ausprobiert. Also zweimal nach vorne zum Rennen oder ähnliches. Und dieses Teil, muss man sagen, reagiert folgendermaßen. Und zwar den Kasten, den ich anklicke, der wird immer zwei hoch. Oder am meisten ausgefahren. Die anderen Kästen werden weniger ausgefahren. Und somit entsteht hier wieder eine Treppe, wenn ich den hintersten nehme. Und mit dieser Treppe kommt man auch hier wunderbar hoch. So, jetzt ist das Ganze natürlich nochmal seitwärts. So, und wenn man es einmal raus hat, ist es dann eigentlich auch kein großes Problem mehr. Wobei, ich muss hier zwei Felder hüpfen und ich nehme immer so ein bisschen Anlauf, wobei ich denke, es wird wahrscheinlich nicht viel bringen, hoppala. Also, wenn ich jetzt mal von hier aus dem Stand springen würde, komme ich genauso hoch. Also, er kann auch zwei weit springen, das juckt ihn eigentlich kaum. So, jetzt muss ich kurz selbst überlegen, wie war das hier? So, jetzt habe ich ihn falsch rausgezogen. Hier mache ich mir eine Treppe natürlich. Dann hier eine Treppe hin. Und zack, zack, kommen wir hier hoch. Und können dann auf diese Treppe rüberspringen. So, und jetzt kommen wir langsam zu dem, dass die Blöcke auch gemischt werden. Also sprich, hier habe ich gelbe Blöcke, die so reagieren. Der rote Block. Hoppala, falsche Richtung. Den kann ich hinausziehen, übrigens auch nur bis dahin. Und wiederum die gelben Blöcke. So. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zu dem Punkt, wo man sagen könnte,
Eigentlich könnte ich von hier aus mal versuchen. Ey, das geht ja auch.